So, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, liebe Kollegen und Kollegen, ich hoffe, ich habe jetzt sozusagen den Weg gefunden zu euch. Also eine kurze Frage jetzt auch hier im Chat. Hört ihr mich? Gehen wir durch? Ich hoffe, jetzt wird langsam hier wieder geschrieben im Chat. Das ist großartig. Wir haben ja noch ein paar Minuten, bevor es los, oder eine Minute, nee, jetzt ist es sogar 30 hier bei mir. Wunderbar. Aber dann würde ich sagen, herzlich willkommen zum 13. Community Call vom Forum Bildung Digitalisierung. Heute ist tatsächlich auch unser letzter Community Calls vor den Sommerferien, weil hier in Berlin und Brandenburg ist ja schon gestern die Sommerferien losgegangen. Wie ist es bei euch drüben in NRW, Martin und Veronika? Ist da noch Schule oder? Morgen noch. Morgen noch. In Berlin? Bei uns bis Ende Juli. Ach so. Wir haben noch 4 Wochen. Ja, okay, gut. Aber ja, so ist ja, das ist ja auch das Spannende bei Bildungsdeutschland, dass das jetzt auch nicht überall gleich ist. Aber für den heutigen Tag haben wir uns ein ganz spannendes Thema gewidmet, Schulentwicklung als Innovationsprozess. Und da steigen wir gleich ein. Ich habe ja schon so kurz meine 2 Gäste vorgestellt. Ich bin richtig froh, dass ich sie beide überzeugen könnte, hier an dem Donnerstagnachmittag dabei zu sein. Ich stelle sie gleich nochmal vor. Aber bevor es bevor es losgeht, will ich natürlich gerne wissen, wer wir alle dabei haben heute. Wir stellen ja eigentlich immer die Frage, so ein bisschen rauszufinden, wo unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen. Und deswegen ist die Frage auch jetzt bitte, was macht ihr eigentlich beruflich? Das wird ganz spannend zu sehen, was jetzt kommt. Mit unserer 40 Teilnehmenden haben wir eine breite Palette sicher hier. Ich habe jetzt nur 12 Stimmen, aber es gibt die Möglichkeit abzustimmen. Martin und Veronika, ihr seht schon mal die Ergebnisse, aber unsere Teilnehmenden nicht. Deswegen warten wir ein bisschen, bevor wir die vorstellen können. Ja, da geht noch was. Ein paar Stimmen. Genau, super. Ja, dann lass uns doch mal gucken. Sehr, sehr spannend. Wir haben, ja, ein guten Stück, mehr als ein Viertel aus dem Bildungsbereich. Dann haben wir auch bei der Fachkräftequalifizierung und dann natürlich auch aus dem sonstigen Bildungsbereich. Sehr, sehr spannend für unsere Diskussion. Und es gibt sogar auch jemanden, der macht was ganz anderes. Ja, und ich weiß, die Mehrfachwahlmöglichkeit wäre gut. Das haben wir mehrmals auch unsere Dienstleister hier weitergegeben. Aber ja, das lässt sich wohl nicht so schnell umändern. Aber wenn jemand was ganz anders macht, dann wäre es spannend, wenn ihr das auch kurz im Chat schreibt. Und dann natürlich, ich muss es ja fragen, weil morgen gehe ich tatsächlich in Urlaub und deswegen natürlich die Frage jetzt gerade, seid ihr schon urlaubsreif? In Berlin ist es sehr warm. Die Sonne scheint hier über dem Pariser Platz. Ich weiß nicht, wie es sonst. Ich glaube, das ist schon relativ warm. Ja, auf jeden Fall. Teils, teils. Ich freue mich schon auf meinen Urlaub. Oder nee, ich kann noch Bäume ausreißen. So, mal gucken. Ja, jetzt haben wir, ja, genau so. Also es scheint so, dass, ja, Urlaub ist schon bald angesagt. Und das ist hoffentlich auch bei den meisten auch bald die Möglichkeit. Wunderbar. Dann würde ich sagen, dann gehen wir zurück zu unserer Gäste, weil, wie gesagt, heute widmen wir uns das Thema Schulentwicklung als Innovationsprozess. Und dann ist es ja wirklich so gewesen, dass Veronika und Martin, die waren auch bei uns im Forum Bildung Digitalisierung bei dem Barcamp, die wir im Mai hatten. Und da war ich tatsächlich das erste Mal mit die 2 KollegInnen hier in einem Raum und haben diskutiert über genau dieses Thema. Und wie es ist in einer Barcamp, ist ja die Zeit auch limitiert. Und plötzlich saßen wir da, ja, aber warte mal, wir sind doch gerade angefangen. Und deswegen haben wir gesagt, dass wir das Gespräch heute weiterführen. Und darauf freue ich mich sehr. Veronika Schönstein, willst du dich kurz mal selber vorstellen, vielleicht mit 2, 3 Worte? Mhm. Ich bin Schulrätin AD seit 1.1. diesen Jahres. Und war davor, bevor ich Schulrätin wurde, war ich Projektleiterin eines großen strukturellen Bildungsprojektes, also der Aufbau von Bildungsmanagementstrukturen in der Stadt Freiburg, also im Stadtkreis Freiburg. Und davor war ich bei der Bertelsmann Stiftung und habe im Auftrag des Kultusministeriums versucht, in Baden-Württemberg
Grundlagen zu schaffen, zu legen für den Aufbau von Bildungsregionen. In NRW heißen sie Bildungsnetzwerke. Was mich in diese Projekte geführt hat, ist meine Suche danach, welche Pfade muss man kennen, damit gute Ideen, nicht nur gute Ideen in den Köpfen weniger Menschen bleiben, sondern den Durchbruch schaffen. Das hat mich dahin geführt, an alle Orte. Nur so eine ganz kleine Frage, so, aber eine ganz, ganz wichtige Frage, die wir uns ja wirklich ständig auch in diesen Calls umstellen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass du dabei bist. Danke. Martin, ja. Willst du auch zwei Worte zu dir sagen? Auch zwei Worte. Ich bin Schulleiter am Evangelisch-Stiftischen Gymnasium in Gütersloh. Gut, dass du bei Web dabei bist. Ja? Genau. Corona negativ getestet, das heißt, niemand muss Angst haben, dass Viren übertragen werden. Und ich bin Lehrer für englische Musik. Mein Hauptakzent und meine Hauptpassion lag immer im Fach Musik. Ich bin auch leidenschaftlicher Dirigent, Chorleiter und Orchesterleiter. Das sagt vielleicht auch ein bisschen was über die Art und Weise, dass für mich Emotion eine ganz wichtige Rolle spielt. Und das kommen wir nachher auch nochmal drauf zurück. Ich war 6 Jahre im Silicon Valley und da spielt dieses Thema Innovation ja eine große Rolle, weil man eigentlich dort überall, wo man steht und geht, innoviert, zumindest sagt man das. Und das hat mich sehr, sehr geprägt, auch sehr nachdenklich gemacht. Und seitdem ich jetzt wieder in Deutschland bin, hat mich vor allen Dingen die Frage bewegt, wie können wir als Führungspersönlichkeiten Bewegung erzeugen in den Menschen? Und wie können wir Bewegung in unseren Systemen erzeugen, die nicht Strohfeuer sind, sondern wirklich nachhaltig sind? Und deshalb beschäftige ich mich mit diesem Digital Learning Leadership Thema seit 2016 an der DAPF in vielen Kontexten, auch in vielen anderen Kontexten. Und das ist, wenn ich es mal so sagen darf, neben der Musik zu meiner Passion geworden. Das finde ich total spannend. Martin, du hättest auch in dem Call letzte Woche Freitag dabei gewesen sein. Da haben wir über Bildungsgerechtigkeit gesprochen und Aladdin Elmafalani, der Soziologe, war dabei und hat ganz viel über Musikunterricht in der Schule gesprochen. Und ich müsste mich ja am Ende outen als ein Musiklehrer, der nicht mehr in der Schule ist. Mhm. Und deswegen, man lernt immer Neues über die Kollegen hier und dann freue ich mich ja, Martin, auf das nächste Chor, auf die nächste Chorübung. Ja. Das ist ja so, da wäre ich auch dabei. Ja, gut, geht auch im Zoom. Ja, geht ja, also, ach Gott, ich konnte, ja, das machen wir nachher, denn eine kleine Anekdote, aber das machen wir jetzt nicht. So, liebe Teilnehmenden und Teilnehmer, also herzlich willkommen, Martin, an dich natürlich auch und an alle unsere Teilnehmenden heute. Ich bin super froh, dass ihr dabei seid und bevor es losgeht, auch vielleicht ein kurzer Hinweis. Der Call hier wird aufgezeichnet, so dass wir das auf unserer Website stellen können. Und bevor jetzt den großen Chat losgeht, habt ihr auch die Möglichkeit, wenn ihr euch mit einem anderen Namen einwählen wollen, kurz mal rauszugehen und wieder rein und das in allen Namen wie Bleistift 123 oder was ihr jetzt heißen wollen, natürlich auch möglich, um euch zu anonymisieren. Es ist nämlich so, wir legen der Call nachher auf der Webseite des Forums und haben dadurch die Möglichkeit, für die Kolleginnen und Kollegen, die nicht dabei waren, da teilzunehmen. Und dann legen wir auch so eine Zusammenfassung von die wichtigen Hinweise, die sicher gleich kommen, in dem Chat auch oder ein Link oder was Ähnliches. Und dann gibt es die Möglichkeit, das zur Verfügung zu machen. Es ist aber ein Community Call und ich habe zwei sehr spannende Gäste dabei. Sie werden auch gleich uns einen kleinen Input geben, aber es ist wichtig, wir sollten ins Gespräch kommen. Ich habe natürlich ein paar Fragen vorbereitet, das ist meine Aufgabe für heute, aber am allerwichtigsten und besten wäre das, wenn ihr zur Worte kommt. Das heißt, nutzt gerne den Chat und es gibt auch auf der Seite des Chats so eine Möglichkeit, Handzeichen zu machen. Da könnt ihr gerne ein bisschen rumspielen. Ihr könnt mich Herzchen schicken oder ihr könnt Thumbs Up oder Thumbs Down schicken. Können wir sehen, ob es funktioniert. Und auf der anderen Seite könnt ihr auch das Ausrufezeichen nutzen. Wenn ihr das Ausrufezeichen nutzt, dann heißt es für uns, ich möchte gerne was sagen. Und dann können wir euch live zuschalten. Also das heißt, dann habt ihr die Möglichkeit, mit uns live zu diskutieren. Und das würde mich unglaublich freuen, weil das hier ist ja wirklich ein Thema, die auch mit Leben gefüllt werden müssen. Weil durch die Corona-Krise wurde uns allen bewusst, wie wichtig die Schulentwicklungsprozesse sind und welche Bedeutung auch dabei die persönliche Begegnung sind. Also wir sagen so, keine Bildung ohne Bindung.
Und deswegen haben wir uns jetzt mit Veronika und Martin vereinbart, dass wir ein paar der großen Fragen stellen wollen. Wir haben ja uns ja wirklich sehr bewegt, von sage ich mal, so ganz, ganz handgreiflich, wie kommuniziert ihr eigentlich miteinander, zu den ganz großen Themen von Bildungsgerechtigkeit oder wie heute Innovation in der Schulleitung. Und deswegen sind Fragen so wie, mit welchen Innovationsmethoden können wir die Bereitschaft und den Willen zur nachhaltigen Veränderung erregen? Und wie kann es uns gelingen, Schulentwicklung als Innovationsprozess zu gestalten? Deswegen würde ich jetzt das Wort an Martin und Veronika übergeben. Und ich wechsle jetzt auch nämlich mal dann die Präsentation. Und dann habt ihr jetzt genau die Möglichkeit, uns einen kleinen Input zu geben. Da freue ich mich sehr drauf. Okay. Soll ich? Ja, willst du? Ja. Okay. Wir haben für die erste Folie den Titel gewählt, den Wandel gestalten für eine neue Lernkultur. Das ist das, was Martin Fugmann und mich zusammengeführt hat. Die Frage, wie können wir, egal welches Thema in der Luft liegt, ob das Inklusion, Demokratiebildung, Bildung für nachhaltige Entwicklung, Klimawandel, radikale Tendenzen in der Gesellschaft, soziales Miteinander, egal was in der Luft liegt. Wie können wir die Themen schnappen und prüfen? Geben sie uns eine Einflugschneise für eine neue Lernkultur? Und dazu gehört natürlich auch das große Thema Digitalität, Digitalisierungsprozesse gestalten. Wie können wir die Optionen nutzen für das Gestalten, herausbilden, kristallisieren einer neuen Lernkultur, die nicht nur in Corona-Zeiten eine Modeerscheinung und Notfalllösung ist, sondern die uns bleibt. Wir sind Anhänger einer bestimmten Richtung und Idee, kann ich so sagen, und wir haben dieses Zitat ausgewählt, weil das vom ganzheitlichen Charakter her für uns ausdrückt, was nachhaltige Veränderung möglich macht. Wirkliche Veränderung geschieht nur in Beziehungen, die gleichermaßen unser Herz, unseren Verstand und unsere Hände im Tun ansprechen. Sie kann nicht verschrieben oder implementiert, nur eingeladen, willkommen geheißen und wertgeschätzt werden. Ich glaube, wer sich mit Reformpädagogik befasst, denkt, also was wirklich Neues ist es nicht. Stimmt, sagen wir. Und trotzdem stellen wir fest, dass wir Themen haben, wie zum Beispiel Deutsch als Zweitsprache und noch so ein paar kleine Dinge, kleinere, die wir seit ganz vielen Jahren kennen und immer wieder Anläufe nehmen, viel Kraft reinsetzen und irgendwann feststellen, irgendwie sind wir immer noch da, wo wir mal gestartet sind. Ich will das mal aus der Schulleitersicht ein bisschen akzentuieren. Ich bin ja in den 80er, 90er Jahren auch Lehrer geworden. Und es gibt viele Dinge, die ich als Lehrer wirklich wollte und die viele meiner Kollegen wollten. Und es gibt auch viele Dinge, die ich als Schulleiter erreichen wollte. Jetzt will ich nicht, bitte soll mich niemand falsch verstehen, es ist nicht alles, was war, vergeblich gewesen. Und wir haben auch viel gemacht. Wir haben viele tolle Sachen erlebt, viel Schulaufbau betrieben und auch Schulentwicklung betrieben. Aber es kommt jetzt an so einen Punkt, der mich doch sehr nachdenklich macht, auch als Schulleiter. Weil die großen Themen, die Veronika gerade angesprochen hat, denn das jetzt mal bei uns hat man das in NRW, individuelle Förderung, genannt, die Differenzierung. Ich bin im Auslandsschulwesen tätig. Dort können Sie auf jeder Webseite lesen, dass der Umgang mit Heterogenität das die zentrale pädagogische Herausforderung ist. Du hast Deutsch als Zweitsprache genannt. Ich möchte auch das Thema Inklusion nennen und viele Dinge. Und das, wenn wir in uns reinhören, dann wollen wir das. Und dann laufen wir los. Und wir machen ziemlich viel. Wir bemühen uns sehr. Und wir laufen. Und wir nehmen auch Leute mit. Aber irgendwie kommen wir da nicht hin, wo wir sein wollen. Das ist der untere Punkt. Und jetzt ist wenn man das ein Stück weiter denkt, dann könnte man ja formulieren, das, was wir tun und so, wie wir es tun, bringt uns nicht dorthin, wo wir sein wollen.
Da steckt sehr viel natürlich Frustrationspotenzial drin und viele sagen immer, ja, und dann kommst du wieder mit den alten Themen und es fängt wieder von vorne an. Reformpädagogik haben wir alles gehabt. Aber wir beide haben eben erlebt, dass gerade Jakob auch im Forum Bildung Digitalisierung, das war unser erster großer Aha-Effekt, war, dass die führenden Digitalisierungsschulen, also die Digitalität sehr früh umgesetzt haben, die haben in ihren Leitbildern sehr stark personalisierte reformpädagogische Ideale gehabt. Und das hat uns nachdenklich gemacht und umgeschrieben. Okay. Und bei diesem nachdenklich gemacht sein und bei dieser Suchbewegung seit mehr als einem Jahrzehnt, kann ich für uns sagen, also 20 Jahre eigentlich zurück, sind wir auf die Theorie U gestoßen von Karl Otto Scharmer. Der eine oder die andere von Ihnen kennt diese Theorie U bestimmt, wahrscheinlich, vielleicht oder auch nicht. Uns hat sehr überzeugt, diesen ganzheitlichen Ansatz in eine Architektur von Methoden, von einem ein Zusammenspiel von Methoden, Instrumenten zu finden, die helfen, Veränderungsprozesse nachhaltig werden zu lassen. Und nicht nur nachhaltig werden zu lassen, diese Veränderungsprozesse haben in sich von der Qualität her auch den Anspruch, auf Lebensstilfragen zu zielen. Nämlich darauf, richten wir die Veränderungen, die Maßnahmen, die wir ergreifen, zielen die zum Beispiel tatsächlich auf mehr Teilhabe, auf Bildungsgerechtigkeit, darauf, dass wir mit den Ressourcen in der Welt vernünftig umgehen und vielleicht dazu die Möglichkeiten der Digitalität, KI, entsprechend nutzen. Und Scharmer sagt, also hat mit einem ganzen Forscherteam, also ich möchte mal sagen, dieser Denkrahmen ist entstanden aus einer interdisziplinären Forschergruppe heraus mit vielen, vielen Methoden der Untersuchung und am Schluss blieb übrig, es braucht, um in eine nachhaltige Veränderung zu gehen, ganz entscheidend eine Öffnung des Denkens. Das heißt, wir müssen unsere bisherigen Denkmuster verlassen, sonst produzieren wir mehr vom Selben, also sind in der Reproduktion, aber das kennen Sie wahrscheinlich. Erster Schritt, Öffnen des Denkens, das reicht nicht für nachhaltige Veränderung. Wir müssen in das Gefühl und auch unser Herz öffnen. Unser Herz öffnen und für ein Mitgefühl, für ein Mitempfinden, um besser begreifen zu lernen, erfassen zu lernen, wo stehen die Menschen, die ich brauche und mitnehmen möchte in dieser Veränderung. Und was macht's, dass manche, bevor ich den Satz ausgesprochen habe, schon dabei sind, auf der Gefühlsebene, und was macht's, dass manche, obwohl alles dafür spricht, eine Veränderung in die Wege zu leiten, sich trotzdem nicht bewegen können. Es reicht nicht, das in der Kognition zu erfassen. Durch dieses Öffnen des Herzens, das erst macht den Weg frei zum Willen oder zum Wollen. Und dieses Wollen, das ist ein Gefühl, bestimmt kennen Sie das, dass es Themen gibt, da erleben Sie bei sich, es ist für Sie keine Frage, ob Sie mitmachen. Da sind Sie dabei. Es ist nur die Frage des Wie und wie intensiv, aber nicht die Frage des Ob. Und das heißt, dann sind Sie an Ihrer Quelle des Wollens. Und das ist die große Frage, die sich dieses Forscherteam gestellt hat. Wie können wir an diese Quelle kommen? Das hat er systematisiert, das wäre ein Seminar, eine Seminarwoche für sich, da können Sie auch hinterher googeln, und hat seine Theorie U, also seinen Denkrahmen, entwickelt und beschreibt. Auf diesem Weg durch dieses U, und hier wäre so der Durchbruch zum Wollen, das die Energie liefert, auch durchhalten zu können. Es braucht einen Blick auf die gegenwärtige Situation, und zwar so, dass wir sie urteilsfrei betrachten. Also nicht schon genau wissen, wer was falsch gemacht hat und warum es anders und genau wie auch besser wird, sondern erstmal ohne diese Urteile die Situation betrachten.
Gelingt uns dies, können wir andere Perspektiven erkennen und einnehmen. Das bleibt uns verwehrt, wenn wir im Urteilen sind. Dann meinen wir zwar, wir verstehen viel, aber wir meinen es nur, weil wir in unserem Denkmuster bleiben und uns das zurechtlegen und nicht diese Freiheit, diese Urteilsfreiheit für andere Perspektiven haben. Nehmen wir andere Perspektiven ein, stellen wir fest, dass unsere eigene Perspektive immer nur ein Teil in dem großen Ganzen ist. Und ich glaube, das merken wir im Moment leidvoll am Thema Pandemie. Es hilft uns nicht, dass wir an den Nationen die nationalen Grenzen wieder auferrichtet haben. Ein Virus richtet sich nicht nach Grenzbäumen. Das folgt anderen Gesetzen. Das sind globale Regelmäßigkeiten und Gesetzmäßigkeiten. Und da können wir Demokratie, Inklusion, Digitalität, egal was nehmen. Beim Öffnen und Einnehmen der anderen Perspektive, wenn dieser Moment kommt, dass ich bereiche, ich bin Teil eines Ganzen, wie eines Biotops, und ich habe meinen Teil zu liefern, damit das Biotop als Ganzes funktionieren und leben und gedeihen kann, dann komme ich zum Punkt, der so eine Art Wendepunkt bezeichnet. Ich kann dem Sinn des Handelns nachspüren, und zwar meines Handelns. Und das ist die Hauptaussage dieses Forscherteams. In dem Moment, in dem ich mich frage, was hat das Thema mit mir und meinem Leben zu tun? Wo sind meine Ankerpunkte? Bin ich bei der Quelle meines Wollens und der Energie, die ich brauche, um mit neuem Denken neue Konzepte hervorzubringen? Nicht mehr vom selben, sondern tatsächlich das andere. Und dazu brauche ich Urteilsfreiheit, um andere Denkweisen mit meinen Denkweisen auf neue Arten zu verbinden und zu verknüpfen. Und dann können neue Tätigkeiten erkannt werden und Prozesse auch entsprechend entwickelt werden und im letzten Schritt bisherige Strukturen geprüft werden, wo sie Anpassungen brauchen oder vielleicht grob verändert werden müssen, eine tiefe Formveränderung erfahren. Das ist das theoretische Konstrukt. Und Herr Fugmann bringt jetzt die Praxis. Ja, ich will einfach ein bisschen erzählen von Schulgeschichte Evangelisch Stiftendes Gymnasium, weil ich glaube, dass unsere Schule sehr typisch ist für das System als Ganzes. Die Schule ist 1852 gegründet. Sie hat eine ganz klare Werteorientierung. Wir sind keine kirchliche Ersatzschule, aber evangelisch drückt natürlich auch ein ganz wesentliches Element des Leitbildes aus. Und in der Schulgeschichte seit 1852 ist unheimlich viel passiert. Und Sie sehen das dann an Webseiten, die voll sind, voller Aktivitäten. Das Schulprogramm quillt über. Und jetzt kommen Sie als neuer Schulleiter. Ich hatte die Erfahrung zweimal, weil es im Silicon Valley ähnlich war. Und alle schauen zu Ihnen und sagen, ja, das ist jetzt so irgendwie, aber wir haben irgendwie ein bisschen den Überblick verloren und wir bräuchten eine Richtung, in die das geht. Und als neuer Schulleiter hat man da natürlich eine sehr gute Einflugschneise. Und ich will jetzt vorwegschicken, ich gehe immer mit einer Grundhaltung auch ans Kollegium. Und die Grundhaltung ist, die Kolleginnen und Kollegen, die vor mir sitzen, die handeln und haben einen Beruf, zu dem sie gekommen sind, weil sie eine pädagogische Mission verspürt haben. Oder auch eine fachliche Mission verspürt haben. Und die Kolleginnen und Kollegen, die sind erstmal für mich alles bessere Lehrer als ich. Von der Grundhaltung her. Und vor der Annahme, so bin ich drangegangen, haben wir erstmal angefangen, uns überhaupt auszutauschen über Sinn und Unsinn dessen, was das ESG eigentlich macht. Und zwar ganz ehrlich und total fundamental. Da mag jetzt mancher sagen, viel Gerede, kann man nicht eigentlich eine Konferenz machen und stringent hier Projekte durchmachen. Wir haben erstmal so angefangen. Wir haben dann mit dem Kollegium im zweiten Schritt diese sogenannten personenzentrierten und nutzerzentrierten Methoden eingesetzt, indem wir wirklich, wie im Design Thinking Prozess, der auch eine große Rolle spielte, wir haben uns verständigt darüber, mit welchen
Persona haben wir es eigentlich zu tun? Mit welchen Charakteren, mit welchen Vorlieben? Und was bringt jeder eigentlich ein? Und wir haben nochmal wirklich auch gefragt, was passiert denn jetzt hier mit jedem Kollegen und mit jeder Kollegin in dieser Phase? Und es war klar, es musste Veränderung geben. Das war entscheidend. Also alle wussten irgendwie, es muss sich was ändern. Weil die Stadt sich ändert, die Kinder sich ändern und so weiter und so fort. Es war nicht schlecht, aber es war große Dynamik da. Und dann haben wir diesen dritten Schritt auf der linken Seite gemacht. An irgendeiner Stelle, am Anfang kann der Schulleiter natürlich sehr viel in Gang setzen, aber dann braucht man Inspiration. Man braucht diese Ebene des Fühlens, was Veronika gesagt hat. Und da hat man manchmal Glück. Und wir haben das Glück gehabt, dass der Olaf Axel Buro bei uns einen zweistündigen Vortrag gehalten hat, der so war, dass das Kollegium überwiegend einen direkt emotionalen Bezug zur Veränderung hat, der Gestalt, dass die gesagt haben, so Herr Fugmann, jetzt können Sie nur noch einen einzigen Fehler machen. Wenn Sie jetzt nochmal zurückgehen und uns nicht nach vorne bringen, dann machen Sie was falsch. Sehr emotionale Phase, völlig unterschätzt haben wir alle, dass zwei Fachgruppen sich genauso emotional wie die anderen euphorisch waren, genauso verzweifelt waren, weil alle Negativbeispiele der Herr Buro über Pädagogik kommen aus dem naturwissenschaftlichen Bereich und Mathematik. Das haben wir erst zwei Wochen später erfahren. Da musste man ein bisschen Wunden heilen. Aber auch das war ein total heilsamer Prozess, weil das immerwährend schwelende Konflikte im Kollegium waren. Und weil über bestimmte Dinge man gar nicht mehr gesprochen hat. Das kennen Sie vielleicht auch. Und dann kam diese berühmte Sinnfrage. Also wie engagieren wir uns denn jetzt eigentlich dafür, dass wir Kinder in die Schule kriegen, die vorher nicht das ESG besucht haben? Wie öffnen wir uns? Wie erhöhen wir den Anteil der Kinder, die sich vielleicht nicht trauen, zu uns zu kommen, weil wir elitär oder verstaubt oder versnobbt oder akademisch zu schwer rüberkommen? Und wie schaffen wir das in unserer Schule auch, diesen Gerechtigkeitsgedanken immer wieder neu aufleben zu lassen, der ja auch durch das Leitbild kam? Und das waren sehr viele pädagogische Tage, sehr viele Konferenzen. Es gab auch ein Schulprogramm, es gab auch einen darunterliegenden Projektsteuerungsprozess, so wie man das kennt. Also das ist jetzt nicht plötzlich alles aufgehoben, aber diese Leitgedanken zu formulieren, das war uns total wichtig. Und wir waren dann an dem Punkt des Wollens. Wir wollten es wirklich machen. Und dann sind wir gereist, wir haben viele eingeladen, wir haben uns viele Schulen angeguckt und es war dann auch klar, und jetzt das Stichwort Neudenken, irgendwann ganz schnell war klar, wir reisen jetzt nicht rum und kommen nach Hause und sagen, guck mal, Schule A hat ein super Konzept, können wir auch machen. Das kennt ihr alle, man geht los und man muss das Rad ja nicht neu erfinden, dann fahre ich nach Münster und die haben das doch alles schon. Wir haben gemerkt, nein, das geht nicht, es funktioniert nicht. Aber eins ist immer übrig geblieben, nämlich die Frage, wie haben die das geschafft, sich zu verändern? Wie sind die durch die Dinge gekommen? Und dann haben wir eben aus unseren Erfahrungen gelernt. Wir haben andere Prozesse entwickelt und Strukturen. Wir haben über diesen Denkrahmen Design Thinking gelegt, ganz stark mit sehr vielen Methoden. Wir haben sehr viele Felderkundungsmethoden, sehr viele persönlichkeitsbildende Methoden rausgegriffen, haben die moderiert. Veronika hat uns auch geholfen als externe Beraterin. Wir haben eine Projektgruppe und so. Bin ich am Ende standen neue Erfahrungen, neue Strukturen. Wir arbeiten jetzt projektorientiert in Klasse 5. Wir haben jetzt gerade natürlich durch die Digitalität auch sehr viele Strukturen außer Kraft gesetzt, ersetzen die. Und jetzt sind wir wirklich an dem Punkt, wo man sagen kann, aha, wir sind einmal durch das U durch und es gibt bei uns sichtbare Veränderungen. Ich würde gern auf deinen Prozess oder den Prozess an deinem ESG oder eurem, Martin, beifügen. Eine zentrale Aussage von Charmer, die auf jetzt diesen Schulleiter und seine Steuergruppe zutrifft, also fast alle aus der erweiterten Steuerungsrunde. Fast alle und die Schulleitung selbst mit der Stellvertretung haben an das Gelingen geglaubt und sind immer wieder nach vorne in die Zukunft gesprungen, um sich sozusagen mit Sonne im Herzen und Energie aufzuladen und sich das gelungene Bild immer wieder vor Augen zu holen. Und das ist auch ein zentraler Hebel für nachhaltige Veränderung, sich von dort die Kraft zu holen und durchzuhalten. Okay. Deshalb, wenn wir mal wieder reisen dürfen, empfehle ich Reisen nach Kalifornien.
begeistert das Lebensgefühl. Ja, ich bin dabei. Also erstmal vielen Dank für den Input hier. Also ich finde das total erstaunlich. Also wir haben einen Kollegen hier in dem Chat, der sich getraut habe, was zu schreiben. Sonst glaube ich, alle saßen so voll mit ihren Ohren so groß und haben mitgehört, was hier alles erzählt wird. Weil es eine ganz, ganz spannende Geschichte über, wie gelingt tatsächlich Veränderung. Aber ich möchte gerne, wie gesagt, wirklich das Gespräch jetzt öffnen und alle Teilnehmenden hier auch die Möglichkeit geben, stellt gerne Fragen und mischt euch sehr gerne mit den Handzeichen in die Debatte rein. Wir haben die Möglichkeit, euch zuzuholen, sodass ihr auch die Fragen direkt an Veronika und Martin stellen könnt. Eine Frage habe ich tatsächlich, Martin, weil ich bin ja auch Schulleiter gewesen, 7,5 Jahre, und ich kann mich sehr, sehr viele von diesen Sachen wiedererkennen. Auch das Tanken, Energie sozusagen von rauszukommen, auch das Zurückkommen, auch das gemeinsames Denken und Mitnehmen. Zu das, was du gerade erzählt hast, ich komme zu den kritischen Fragen gerade dazu, weil du hast sicher auch das Aber bei mir gehört, und deswegen meine Fragen, also in dem Bereich, wo du hast gesagt, wir haben das gemacht, wir wollten. Wer ist in dem Bereich bei wir gemeint bei dir? Das finde ich ganz spannend. Und dann auch, wie lang war diesen Prozess, was du gerade geschildert haben? Weil ich glaube, das ist nämlich auch ein Faktor, was unglaublich spannend und unglaublich wichtig ist. Also der Prozess, ich bin seit 2016 an der Schule, soweit zum Zeitrahmen. Mit wir meine ich eine sehr starke Gruppe in diesem Kollegium, die damals das Projekt Selbstständige Schule auch mitgemacht hat und viel Innovation hier schon gemacht hat, auch Laptop-Projekte und Medienprojekte, die in den Netzwerken Zukunftsschule aktiv war und die ganze Zeit darauf gewartet haben, dass es losgeht und die aber sich selber zurückgehalten haben und auch vielleicht ein Stück weit zurückgehalten wurden, weil es so viel Zweifel gab. Und die Zweifel, die musste man erstmal ein Stück weit aus dem Weg räumen, auch indem wir diese Ewigkeitsentscheidungen, zum Beispiel bei den Projektgruppen, es gibt keine Ewigkeitsentscheidung mehr. Wir machen das ein bisschen wie bei Scrum, ohne jetzt die Methode da umsetzen zu wollen. Wir haben eine Idee und wir probieren die aus. Und es darf keiner mehr eine Teamsitzung haben, die dazu führt, dass nichts gemacht wird. Also Handeln ist Pflicht. Und es wird aber nur auf eine bestimmte Zeit gehandelt und auf Sicht gehandelt und dann gehen wir wieder zurück und dann überlegen wir nochmal neu. Es hat ganz viel Entspannung gebracht. Und was auch sehr viel Entspannung gebracht hat, war die Frage, dass wir zulassen müssen, dass die Kolleginnen total heterogen sind. Wir müssen zulassen, dass Menschen abwartend davorstehen und sich das angucken. Und wir dürfen die nicht stigmatisieren, nicht in die Ecke drängen, sondern sagen, du wirst auch dich an bestimmten Stellen einbringen können, wenn das geht. Und wir lassen unterschiedliche Geschwindigkeiten zu. Und dann waren es eben, das hat eben ein Teilnehmer gefragt, der Achim Schmacks und auch der Michael Lange, welche Methoden sind das? Also diese Zukunftsübung, Schama wird ja auch von Herrn Schratz auch zitiert. Und das geht sehr viel um Zukunft und da gibt es eine ganze Reihe von Übungen, die wir auch in den Seminaren anwenden, zum Beispiel die Reisen des Gelingens und andere Dinge. Und wir haben andere Modelle auch, die wir einsetzen, Wirkungstreppen, wo man auch vom gesellschaftlichen Impact ausgeht. Und wir machen sehr viel die Persona-Übung und ich will jetzt mal ein Beispiel nennen. Die Frage war jetzt, was nehmen wir aus der Pandemiezeit mit, welche positiven Effekte, da geht die Frage ja hin. Und die Idee war jetzt eine SWOT-Analyse zu machen, traditionelles Projektmanagement. Wir gucken mal, was war gut. Und ich habe gesagt, ich glaube nicht, dass das im Moment gut ist. Sondern, SWOT-Analyse zu machen. Ja, weil das wieder zu sehr schon den Fokus richtet auf, wo wollen wir hin. Und dann gibt es dieses Misstrauen beim Kollegen. In Wirklichkeit weiß der ja schon, was der machen will. Und der macht jetzt nur diese Übung und dann zieht er durch. So, das ist ja so, wie es immer läuft, und Veronika und ich haben so einen Fragebogen entwickelt, der sehr stark an die innere Haltung geht. Was hat jetzt eigentlich diese Zeit mit mir gemacht? Wie habe ich darauf reagiert? Was will ich weitermachen? Und den Reflexionsbogen haben wir jetzt zum Beispiel im Kollegium ausgeteilt, wo sich erstmal jeder mit sich selber beschäftigen kann. Und dann geht's weiter. Mhm. Veronika? Ich würde es nochmal aufgreifen, Möglichkeiten der Persönlichkeitsentwicklung, weil das tatsächlich eine sehr sensible Zone unserer Zeit und unserer Strukturiertheit in der westlichen Welt trifft oder betrifft. Sharma sagt sehr deutlich, wir haben sehr viele Instrumente
wenn es um das Denken geht. Wir sind durch den systemischen Ansatz inzwischen auch im pädagogischen Raum so geschult, dass wir neben uns treten können und andere Sichtweisen zulassen können, weiterentwickeln können. Aber in dem Moment, wo es in den Bereich der Emotion geht und meiner eigenen Persönlichkeit und des Sich-Öffnens, scheuen wir uns, die Instrumente, die wir eigentlich kennen, einzusetzen. Es sind viele Bereiche aus der Zone rund um Resilienz, Achtsamkeitsübungen und Charma zeigt sehr eindrücklich, das können Sie auch im Internet, in YouTube sehen, nachgucken, dass eine Qualität, wie man Kommunikation qualitativ verändern kann, eindeutig mit den Qualitäten des Zuhörens zusammenhängt. Und da unterscheidet er 4 verschiedene Qualitätsstufen oder Ebenen des Zuhörens. Und seine Aussage ist, wenn ich nur im Downloading, so nennt er den einen Bereich, also im Muster des Erfahrenen, was ich alles weiß, aus diesem Muster heraus zuhören bleibe oder nur im Zuhören und Erkennen von Zahlen, Daten, Fakten, die gerne auch andere sein können, wenn ich da verharre, wird keine Innovation möglich sein. Ich muss mindestens in die Qualitätsstufe des mitfühlenden oder empathischen Zuhörens gelangen. Vorher gelingt es nicht. Und an der Stelle gibt es einige Persönlichkeitsübungen. Ja. Und dann kommt noch mal eine Frage dazu, weil, wie gesagt, ich habe es erlebt als Führungskraft auch, was soll man sagen, auch diese Innovationswunsch zu haben, Visionen zu haben, ja, auch wirklich unter den Kollegen, viele, die da mitziehen wollen. Auf der anderen Seite, sage ich mal so, im Personalentwicklungsbereich auch Gegenstand oder Gegenwind gespürt haben, weil ich meine, das, was wir jetzt öffnen, ist ja auch so ein Thema, jetzt sage ich das mal so von einer Skala von, ich gehe zur Arbeit und ich will mein Geld haben und ich liefere meine Arbeit hier, ich mache die Schreibübung mit meiner Klasse und dann gehe ich nach Hause, bis zur, ich öffne mich für meine Kollegen und es hat mit Herz zu tun, auch was ich mache. Ich müsste mich öffnen, auch in einem Kollegium, Thema Supervision zum Beispiel, ist ja auch so ein Thema und das ist eine, da kann es schwierig, alle auf dem gleichen Stand zu bekommen. Und vielleicht Martin erstmal die praktische Frage und dann vielleicht Veronika, wie man damit umgehen kann. Also du hast, ich weiß, ich bin ein bisschen nervig, aber ich hätte Lust zu hören ein bisschen, wie du hast gesagt, wir waren eine große Gruppe. War das ein Drittel des Kollegiums? War das 75% des Kollegiums, war das du und deine Steuergruppe beziehungsweise erweiterte Schulleitung? Das finde ich ganz spannend. Und dann vielleicht, Veronika, ich stelle dir die Frage auch gleich dazu. Wie würdest du mit KollegInnen umgehen, die sagen, warte mal, ich gehe hier den Weg nicht mit. Ich bin hier, um meine Arbeit zu leisten, Mathematiklehrer oder Deutschlehrer zu sein und nicht, um mein Herz auszuschütten. So, wenn ich das so... So skizzieren darf, ja. Ich will gerade noch auf eine, gleich vielleicht eine Antwort darauf eingehen, was Christine gerade schreibt. Ja. Wie das im Innovationsprozess in den Zusammenhang zu bringen ist, auch gerade mit dem Digitalisierungsschub. Also die Schule hatte bereits 2000 oder 1998, hatte Reinhard Mohn die Vision, irgendwann wird jedes Kind mit einem Endgerät im Klassenzimmer sitzen. Und dann hat man sich diese Schule ausgeguckt und hat gesagt, diese Schule wird die erste sein, wo das erprobt wird. Das heißt, ab dem Jahr 2000 hat eine siebte Klasse zunächst, dann alle siebte Klassen und dann demnächst im nächsten Schritt alle Schüler und Schülerinnen der Mittelstufe haben elternfinanzierte Endgeräte gehabt und damit gearbeitet. Und jetzt 2016 war es so, dass du hast jetzt, und das ist interessant, du hast eigentlich eine digitale Kompetenz, die über 95% des Kollegiums gestreut ist. Also alle wissen, wie das geht. So. Aber du hast ungefähr 30-40% total unzufriedener Kollegen, die nämlich wollen, dass sich lernkulturell was ändert und die sagen, aber bei uns werden die Dinger nur als Schreibmaschine oder als PowerPoint-Schleudern benutzt. Und mehr passiert nicht. Und das war jetzt die unterrichtsentwicklerische Fragestellung. Wenn wir personalisiertes Lernen ermöglichen wollen, welche Potenziale dieser Geräte
nutzen wir da. Wir waren dann sehr schnell bei der Plattform. Das war jetzt hier nicht so ein großes Problem. Aber die Plattform ist auch zunächst im ersten Jahr von 7 Kollegen eingesetzt worden, im zweiten Jahr von 30 Kollegen. Wir hatten vor dem Lockdown hatten wir ungefähr 60% bis 70% des Kollegiums. Und aber eben, und das ist total wichtig, Jakob, auf unterschiedlichsten Ebenen, in unterschiedlichsten Tiefen. Und jetzt durch die Pandemie haben wir natürlich 100% auf der Plattform. Aber immer noch die Abstufung, kann ich mir vorstellen. Ja. Aber gut, du hast jetzt Dinge, also wenn ich jetzt mit Kollegen spreche, vor allen Dingen Feedback hat sich total verändert. Dieses reziproke Feedback ist viel stärker geworden. Die Kollegen fragen jetzt viel, viel mehr nach, wie es denn geht. Und also die Beziehung in der Form ist sehr viel intensiver geworden in der Zeit. Und wir hatten vorher auch schon immer den unterrichtsentwicklerisch, waren wir halt so organisiert, wir haben gesagt, Jahrgangsteams entwickeln personalisierte Lernkulturen in ihren Fächern. So hat das 2 Jahre funktioniert. So, und jetzt sind wir an dem Punkt, wo plötzlich so viele Initiativen sind, dass diese Struktur gar nicht mehr tragen wird. Und jetzt sind wir bei den agilen Gruppen, die loslaufen und die dann Sprints machen und die diese Dinge machen. Aber es hat immer, auch das Digitalisierungsthema war hier immer mit Unterricht verknüpft. Und ich würde sagen, du hast eine 50-50-Streuung gehabt von denjenigen, die was wollten. Aber so richtige Widerständler, muss ich auch sagen, gibt es, das muss ich jetzt wirklich sagen, gibt es ganz, ganz wenige. Das kann ich auch unterschreiben aus meinem Bereich. Ja. Sie haben nur leider die Angewohnheit, irgendwie viel Energie zu binden. Diese wenigen. Das ist so ein bisschen ein Problem im Umgang damit. Jakob, soll ich da jetzt noch was beifügen? Sehr gerne. Also im Umgang mit Menschen, die sagen, ich komme in die Schule und ich möchte meinen Fachunterricht machen, meinen Mathematik, Chemie, Bio, Deutsch, sonst was Unterricht und dann möchte ich wieder gehen. Ich würde als Schulleitung never ever das vor anderen Ohren tun, was ich jetzt sage. Ich würde das immer bilateral tun. Ich würde wirklich fragen, diese Menschen, was, wenn ich mal fragen darf, was hat sie damals bewogen, in dieses Berufsfeld zu gehen? Gab es da eine Vorstellung davon, was sie gerne bewirken wollten bei Kindern oder Jugendlichen? Und das würde ich versuchen herauszufinden, was war das? Und ich würde auch fragen, und was waren denn damals drumherum im Kontext, im Lebensraum, die Fragen, die diese Bewegung dann ausgelöst haben? Und dann würde ich fragen, und was sind denn heute die Fragen in der Welt? Und sie sind immer noch Lehrer und sind die schon beantwortet oder ist noch was offen geblieben? Und ist noch was da vom Grundimpuls. Und was ich jetzt in 2 Minuten reinpacke, ist ein Prozess, der mehrere Gespräche braucht. Okay? Aber ja. Da würde ich wirklich, man kann da nicht alles immer gemeinsam machen. Und ich muss dazu auch sagen, es haben nicht alle Menschen denselben Möglichkeitsraum in sich drin, professionell. Und das muss ich akzeptieren. Deshalb werde ich nie alle auf demselben Innovationsniveau haben. Und was Umgang mit Widerstand betrifft, sage ich auch, ich habe 100% Energie jeden Tag. Und ich sollte mir gut überlegen, wie viel Energie ich für genau das Problem gebe und wie viel Energie ich eigentlich bräuchte, um Dinge voranzubringen. Martin, du wolltest was hinzufügen, ja. Ja, ich will noch was hinzufügen. Wenn ihr dieses Fortbildungsprogramm heißt ja Learning Leadership. Der Begriff kommt von Fullen aus Kanada. Und da hat man ja untersucht, welche Führungsmuster empirisch belegbar Effekte auf Unterrichtsentwicklung haben. Und herausgefunden hat man, dass der Instructional Leader, also der beste Lehrer, der Modelllehrer, Schulleiter, hat keinen Effekt, weil Lehrer sich nicht sagen lassen wollen, wie unterrichtet wird. Derjenige, der die ganze Zeit nur vorne steht und die großen Zukunftsvisionen macht, der Visionary Leader, der hat auch keinen Zukunftseffekt. Aber der Learning Leader, und den beschreibt Fullen, und das fand ich ganz überzeugend, den beschreibt Fullen als einen Ermöglicher.
der die Räume schafft für das Lernen. Und als wir diese Projektgruppe für P5 installiert haben, so hieß das, weil das in 5. Klasse anfangen sollte, da haben wir gedacht, naja, wenn da so 5 bis 8 Leute sich melden. Die Art und Weise, wie wir es aber verkauft haben, war, es gibt keine Beschränkung. Und es haben sich 33 Leute gemeldet. Aus dem Kollegium. Aus dem Kollegium. 88 sind wir insgesamt. Und diese Kultur der Ermöglichung ist total, ich glaube, das ist auch ein zentrales Element. Und nicht mehr Best Practice und den Modelllehrer und das beste Unterrichtsbeispiel zeigen, sondern Practice zeigen, die Barcamp-Formate, die Speakers-Corners-Formate. Die haben bei uns viel Vertrauen geschafft, haben viel Dynamik gebracht, haben viele Kollegen und Kolleginnen in den Fokus gerückt, die vorher sich gar nicht, die nicht wahrgenommen fühlten und so. Das sind eben so Side-Effects, die man auch hat. Ich kann mir vorstellen, also wir wollen ja auch sozusagen ein bisschen diesen Schub mitgeben, wie kann ich in meiner Schule anfangend mit mir selbst sozusagen auch Innovationsprozesse mit vorantreiben. Und ich kann mir vorstellen, also jetzt sind wir wirklich im Call 13, es war 12 Calls vor uns, wo wir mit ganz, ganz viel Praxis gesprochen haben, aus der Schulleitung, aus den Lehrerkollegien sozusagen. Und was ich mitnehme von diesen Gesprächen sind oft, es gibt einen großen Wunsch. Die Leute, die sich denn auch eine Stunde hier hinsetzen mit Forum Bildung und Digitalisierung und sich irgendwas anhören oder mitdiskutieren, sind die, die gerne wollen. Die würden zu den Wir-Gruppe gehören, so vorher. Das kann ja aber auch sein, dass die vielleicht nicht in der Schulleitung sind, sage ich mal so, kämpfen mit das System in ihrer Schule. Umgekehrt auch an Schulleiter und sage, ich bin vielleicht Visionary, wie bekomme ich zu dem Learning Leader? Habt ihr da irgendwie auch, ich mag das Wort Tipps und Tricks nicht, aber trotzdem ist es ja so ein bisschen so dieses, was mache ich? Finde ich mich die vier Verbündete? Was mache ich, wenn ich nicht, egal ob ich Schulleitung oder ob ich Lehrkraft bin, wenn ich Alleinkämpfer bin? Wie schaffe ich das, da weiterkommen? Ja. Mal das System bewegen, das glaube ich, war, Entschuldigung, meine Lehrerin. Ja, also die systemische Bewegung entsteht nur dann, wenn die Menschen sich im System bewegen. Das will ich vorweg schicken. Das System alleine schafft das nicht. Und du hast natürlich im Moment, das erleben wir ja gerade, ich habe ja die Frage auch auf Twitter gestellt, du hast jetzt die Barcamps und 3000 Unterrichtsbeispiele. Und ist es denn jetzt so, dass bottom-up plötzlich alles verändern wird? Wahrscheinlich nicht. Top-down passiert jetzt auch nicht. Auch nicht, ja. Irgendwie in der Mitte sich bewegen. Und ich glaube, der Einzelkämpfer wird es nicht schaffen. Der alleine ist, wird es nicht schaffen. Es muss schon ein Ansteckungsprozess einer Gruppe sein. Und dann hängt es von der Strahlkraft ab. Es hängt auch von der persönlichen Integrität ab, mit der diese Gruppe agiert. Mit auch der Frage, welche Kultur der Zusammenarbeit habe ich in der Schule. Ja, ihr kennt das alle mit der Schulleiter. Macht Unterrichtsverteilung und dann kommt Kollegin Schmidt und sagt, aber ich will mit Kollegin Müller-Lüdenscheid nicht zusammen unterrichten in einer Klasse Schulleiter, setz mich doch mal da weg. Ja, jetzt, ich habe letztes Jahr mal formuliert, ich fände es super, wenn diese Gespräche im Lehrerzimmer stattfinden würden und gar nicht mit mir. Ja, und das ist halt auch immer wieder dieses Insistieren, auch wieder dieses Rückdelegieren. Ich will hier kein Idealbild zeigen, um Himmels Willen nicht. Ich will auch nicht sagen, wir haben einen idealen Weg gemacht. Aber wir haben ein paar Strategien, von denen wir überzeugt sind, dass sie gehen. Ihr werdet auch, wenn ihr hierher kommt, nicht nur Euphorie finden in dieser Schule. Mhm. Selbstverständlich nicht, aber wir bewegen uns. Und gerade jetzt so in dieser Pandemiezeit gibt es viel positive Bestärkung, auch von außen. Und es gibt sowas wie einen moderaten ostwestfälischen Aufbruch. Wenn ich mich alleine fühle, Jakob, empfehle ich also aus meiner, ich habe ja lang als Schulberaterin auch gearbeitet, auch im Mittelstand viel, an so Stellen, wo es um Entwicklung ging, etwas Altes loszulassen, sich auf was Neues einzulassen. Und ich kann da nur sagen, Storytelling hilft, die eigene Geschichte erzählen, was sein könnte, was möglich wäre aus der eigenen Sicht, aber auch
das Feld abtasten. Und nochmal, das ist nicht von mir erfunden. Ich beziehe mich da sehr, sehr stark auf diese Gruppe von Sharma, aber auch Steve DeShazer aus der Systemtheorie, nochmal freizulegen. Was hat mich denn in diesen Beruf geführt und was hält mich immer noch in der Arbeit mit jungen Menschen? Dahinter steckt ja eine Haltung und Werte. Ich wollte ja mal etwas. Und an der Stelle, das ist der Kit, geht es darum, dass wir als Pädagogen, Kindern und Jugendlichen das notwendige Orientierungsrüstzeug für eine Welt, die weitere Pandemien haben wird, die digitalisiert hoch 5 sein wird, das können wir uns gar noch nicht vorstellen, aber die diese Kompetenzen zumindest veranlagt im Rucksack hat. Das ist eigentlich der pädagogische Impetus und die Haltung, die mich dahin führt. Und dann muss ich sagen, und wenn ich da meinen Beitrag leisten will, was heißt denn das für uns als Schule, für mich als Stufenleitung, für mich als Co-Klassenleitung oder als Teil einer Fachgruppe. Leisten wir als Gruppenleiter, Fachschaftsleiter, 5, 6, egal wie sie immer heißen, einen Beitrag, dass hinterher Orientierungswissen in diesem Rucksack der jungen Menschen ist. Und zwar das Orientierungswissen, das sie nicht den nächsten Dieselmotor kaufen lässt, sondern vielleicht durchdigitalisiert was anderes oder Umgang mit KI oder ich weiß nicht was, ja, oder vernünftig mit Ressourcen umgehen lässt. Und das ist der Kit, Jakob, und das ist das, was ich, egal aus welcher Rolle heraus, immer wieder prüfen kann. Hilft der Kit noch, ist er da? Und wer alles teilt mit mir, diesen Wunsch, Kinder mit gutem Orientierungswissen zu entlassen? Sehr spannend. Und das ist ja auch genau eigentlich, du hast damit ja 2 Sachen auch verbunden. Du hast der innere Geist oder innere Wunsch, sich diesen Job zu arbeiten, aber dann natürlich auch mit die großen Fragen. Weil ich glaube, das, was wir uns ja vorgenommen haben, Innovationsprozesse und Schule voranzubringen, Martin hat es ja vorher auch gesagt, wir sind auf dem Weg, Aufbruchstimmung oder wir gehen in einer Richtung. Wir wissen ja jetzt auch nicht, was in 5 Jahren für großen Themen da sind. Du hast das Thema nachhaltige Entwicklung, aber auch, wie erziehen wir eigentlich Kinder und Jugendliche dazu? Und ich glaube, was auch wichtig ist, das ist ja auch so das Spannende beim Lehrerberuf oder Lehrerinnenberuf, ist ja wirklich, dass wir uns immer wieder auf die Aktualität anpassen müssen. Wir haben eine ganz lange Berufskarriere und wir müssen immer dazu auch uns erneuern und sehen, was da, worauf wir uns verlassen müssen. Und da muss man natürlich auch einen offenen Sinn haben. Martin, willst du noch was ergänzen zu der Frage von Thomas Renzinghoff? Das weniger emotional wollende System, das finde ich interessant. Ja. Ich will da eine Beobachtung teilen und es mag jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingen, aber es wird ja dann immer gesagt, naja, die im Ministerium oder die in der Bezirksregierung, und dann bin ich in Berlin auch mal bei so einem Talk gefragt worden, was würden Sie denn Ihr Ministerium fragen? Und was ich total interessant finde, diese Systeme wirken oft sehr kalt. Wenn Sie mit den Menschen in den Systemen sprechen, dann finden Sie aber enorm viel Empathie auch für die Themen, und Sie finden enorm viel Weitsicht und auch wirklich ganz viel von dem, also manche Gespräche, die führe ich, und da denke ich, ja, guck mal an, was da gibt es ja noch viel mehr Gedanken, als du dir gemacht hast. Und du denkst immer, dass da oben nichts kommt. Und das stimmt ja nicht. Und die Frage ist auch, im Moment wird sehr viel Emotion ja generiert durch diese Tatsache, dass wir feststellen, wir verlieren Kinder. Und das bringt im Moment das emotionale Element hoch. Veronika und ich sagen oft, naja, viele Dinge, die wir jetzt über Sharma sagen, die hätten wir vor einem Jahr noch gar nicht so gesagt. Dann kommen alle immer und sagen, jetzt machen wir die Räucherstäbchen an, Esoterik und was weiß ich. Aber im Moment ist es schon so, es wird zunehmend emotionaler und wir kriegen wirklich Angst. Angst ist ein ganz schlechter Ratgeber. Ich würde mir wünschen, dass wir alle zusammen das Potenzial nutzen, was jetzt da ist, um wirklich zusammen zu überlegen, wie weit können wir denn eigentlich gehen. Ich würde da auch beifügen, manche Fragen kommen erst,
heimlich und manchmal unheimlich emotional daher. Und eine Frage könnte da schon sein, die sich jeder Mensch, der mit Kindern, Jugendlichen, mit Menschen arbeitet, auch mit Erwachsenen, eigentlich mit, egal mit Menschen. Was hat mein Kollegium davon, dass ausgerechnet ich Schulleitung bin? Was hat mein Kollegium davon? Und ich könnte auch fragen, was haben meine Schüler davon, dass gerade ich ihr Musik, Englisch, Mathe, sonst was Lehrer war? Was haben die davon? Und da bin ich an der Sinnfrage und die ist jetzt erstmal nicht nur emotional, die kann man auch sachlich beantworten. Und dann kann ich da weiter bohren. Also ich möchte aber nur sagen, ich bin davon überzeugt, ohne persönliche Betroffenheit ist eine Innovation nicht möglich. Ein Anweisen kann ich immer versuchen. Ich muss es dann halt überwachen. Genau. Ja, ich will jetzt, ja, genau. Und ich glaube, das ist eine ganz spannende, weil ich muss mich tatsächlich ein bisschen auf die Uhr gucken jetzt. Ich habe eine Regie, der mir hier ins Ohr flüstert, dass wir ein bisschen auf die Uhr gucken müssen, weil wir hatten eigentlich eine Vereinbarung als letzte Sache hier. Das ist der letzte Call vor der Sommerpause von Seiten des Forums zumindest. Es gibt Bundesländer, die noch viel arbeiten müssen, noch 4 Wochen Schule haben und es gibt auch welche, die ja schon in den Ferien gegangen sind. Aber wir möchten eigentlich gerne eine Frage mitgeben auf die Reise. Also wir haben jetzt über das Persönliche, über der Sinn der Sache sozusagen gesprochen, Sinnlichkeiten. Und nur durch diese Sinnfrage kommen wir zu die nachhaltige Änderung. Und da ist eigentlich die Frage an alle Teilnehmende jetzt. Ihr geht auch bald in die Sommerpause und es würden uns unglaublich interessieren, wenn ihr euch eine Minute dafür Zeit nehmen würdet, einfach zu sagen, okay, wo ist eigentlich, wofür brenne ich? Was möchte ich ändern und was ist der Schritt, was ich eigentlich gehe? So, das ist so die Aufforderung aus diesem Call, aus diesem hervorragende Einführung, auch in einer sehr spannenden Theorie des Hus, auch zu sagen, okay, wo ist eigentlich mein Sinn? Was möchte ich ändern und wie kann ich diese persönliche Antrieb denn auch nutzen, um vielleicht bei mir persönlich oder auch in meiner Schule einen Innovationsprozess anzufangen? Ich würde mich wirklich freuen, wenn jemand hier dazu schreiben wollte. Ich weiß, das ist wirklich die großen Fragen. Ich sehe, niemand schreibt gerade, aber es wäre toll, wenn ihr das auch mitteilen wollte. Und sonst würde ich fast sagen, also Veronika und Martin, ich fühle mich sehr herausgefordert, aber auf eine sehr gute Art und Weise. So ist es immer, wenn ich mit euch spreche, dann fängt es an, hier oben bei mir zu rattern. Und ich glaube, das ist eigentlich das, was wir alle brauchen. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir von Forum genau diese Calls machen, um großen oder kleinen Themen uns zu widmen, aber um Denkanstöße zu geben, um nachhaltige Entwicklung und nachhaltige Veränderung auch mitzunehmen. Bevor ich euch verabschiede, ich war so froh, ich habe gesehen, einer schreibt was, aber ich glaube, die trauen sich nicht, unsere Teilnehmenden hier mitzuschreiben, aber ich würde mich trotzdem freuen. Bevor wir ganz rausgehen, dann würde ich kurz mal die letzte Ankündigung nämlich auch machen hier vor der Sommerpause, weil es ist so, dass wir am Mittwoch, den 1.7., unsere letzte Webinar auch haben von Seiten des Forums, wo wir um 15 Uhr mit Annemieke Ackermanns aus der Nelson Mandela Schule hier in Berlin über Medienkonzept nachhaltig implementieren. Weil da ist nämlich auch so, man kann so gute Konzepte schreiben, wie man das wollen, aber wenn das Kollegium auch nicht da mit Herz mitnehmen, dann ist es vielleicht auch schwierig. Dann können wir zumindest die Inputs, die wir heute mitgenommen haben, dafür auch nutzen. Genau, alle Veranstaltungen sind auf der Seite zu sehen und ich würde sagen, bevor wir ganz rausgehen, Veronika, was nimmst du heute mit von unserem Gespräch? Ich nehme mit, dass anscheinend es Menschen gibt, ordentlich viele vor der Sommerpause, die die Frage bewegt, wie kann es mir gelingen, das, was ich jetzt als das Gute im Schlechten in der Corona-Zeit erkannt habe, so mitzunehmen, dass noch was Besseres draus wird. Und das motiviert mich sehr. Martin, was nimmst du mit? Dass es bei allem, worüber wir sprechen, um Unterricht geht. Ja,
und Schülerinnen und Schüler. Und ganz genau. Kollegen um Persönlichkeiten, Umgang mit Persönlichkeiten und das nicht aus dem Blick zu verlieren. Ohne das wird die Veränderung nicht gehen. Genau. Dann würde ich sagen, jetzt kommt so langsam ein paar Inputs rein. Das freut mich sehr. Und sonst würde ich einfach nur sagen, auch danke, Veronika, danke, Martin, dass ihr die Zeit genommen haben, hier heute Nachmittag mit uns zu sprechen. Und ich würde sagen an alle Teilnehmenden hier heute, dass ihr den Nachmittag mit uns verbracht habt, macht mich sehr froh. Und ich wünsche euch alle eine wunderschöne Sommerpause. Wir vom ganzen Team vom Forum Bildung Digitalisierung freuen uns auf die neuen Formate nach der Sommerpause. Alles wird auf unserer Webseite sein. Schaut gerne rein. Und wir freuen uns auch, nach der Pause mit euch im Kontakt zu sein. Danke, Veronika, danke, Martin. Und wir bleiben kurz mal, oder ich bleibe zumindest kurz mal im Chat, wenn es eine Frage gibt oder wenn ihr was sagen wolltet, dann meldet euch gerne. Aber erstmal können wir die Kameras ausmachen und wir sagen vielen lieben Dank an alle Teilnehmenden. Schönen Nachmittag und ja, schönen Sommer. Danke. Danke.